können wir anfangen? Halli, hallo, hallo, halli, Trudy's in the house, gecheckt. Mal wieder, es ist wieder Sonntag und wir starten los. Immer wieder Sonntag, Trudy in the house ist da, gecheckt, los geht's. Ich glaube, ich setze mich wie andersrum. Oh, mein Bart tut weh. Oh, werde ich alt. Okay, ja. So, es geht wieder los. Es ist wieder Sonntag. Heute ist eine Buchrunde-Zeit. Eine schöne, 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 schöne Buchrunde. Es ist alles wieder von Anfang. Und wir starten. Ich werde jetzt blind wieder aussuchen. Genau, so war das. Ich werde das blind jetzt wieder aussuchen. Ich werde ein Buch nehmen und ich werde euch sagen, warum ich dieses Buch gekauft habe, was es beinhaltet und wieso ich euch das empfehle. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Ich lasse mal mein Tee beiseite. Das heutige Tee, nur nebenbei gesagt, mir wurde mal gefragt, warum ich das, welche Teesorten ich jetzt gerade trinke. Das heutige Tee ist Vanilletee, also ein Weihnachtstee tatsächlich. Vanille mit schwarzem Tee. Und das ist aromatisiert und das finde ich halt super, super, super. Bei dem Wetter, das habe ich das so ist, ist es okay. Und ich dachte mir, dass ich das mal trinke und das was leer mache, weil das habe ich jetzt im Dezember bekommen und Tee. Geht Tee eigentlich kaputt? Nee, ich glaube nicht. Aber jedenfalls habe ich es bekommen. Schmeckt anfangfrei. Und das trinke ich jetzt momentan. Also Weihnachtstee, Schwarztee, aromatisiert ist das. Genau. Zurück zum Eigentlichen. Ihr wisst die Prozedere. Vergiss halt natürlich nicht zu teilen, zu liken, zu sharen. Ne? Denn das ist ganz, ganz wichtig für mich, damit ich mich weiterentwickle und damit ihr natürlich immer wieder Buch schauen könnt oder etwas zum Essen sehen könnt oder sonst ähnliches. Und immer wieder die Portale, wie ihr es so schön kennt. Und natürlich das eine oder andere darf man nicht vergessen, und zwar das Subscribe-Button, ne? Schön, 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 schön das hier abonnieren und weiter liken und weiter empfehlen. Okay, jetzt weniger Gerede und Geklemple. Ich stelle das mal einfach ab und wir starten jetzt mit der Buchsuche. Ich suche jetzt einfach. Ich war schon mal an der Ecke, ich gehe mal auf der Ecke. Ich nehme jetzt einfach mal ein Buch raus. Ja, das ist... Habe ich ein Buch? Ja, fühlt sich so an. Fühlt sich an wie ein Buch. Oh, das ist ein Buch! Okay. Tja, das wunderschöne Buch ist von Joseph Murphy. Es ist zwar verkehrt herum, wie das schon so schön... wie es so schön sieht, aber es ist von Dr. Joseph Murphy und das Buch heißt Die Macht des Unterbewusstseins. Die Macht ihres Unterbewusstseins, besser gesagt. Und zwar das Original natürlich, ne? Nicht eine gefälschte Version habe ich geholt. Worum es sich in diesem Buch handelt? In diesem Buch handelt es sich tatsächlich darum, dass es der Dr. Murphy ermöglicht, jede Person sich mit seinem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen. Und er ist der Meinung, dass jede Person durch die innere Beeinflussung von positiven Energien, von Selbstbestimmung, von Disziplin und von Regelmäßigkeiten in der Lage ist, sein Leben langfristig zu beeinflussen auf eine positive Art und das natürlich kontinuierlich dann fortführen kann. Ich habe durch dieses Buch tatsächlich auch die ein oder anderen Möglichkeiten gelesen, wie man das ein oder andere verbessern kann für sein Leben und ich würde es dann dementsprechend für Leute, die halt wirklich aussichtslos sind und nicht wissen, wie sie das jetzt, welchen Schritt sie jetzt als nächstes machen können und so weiter und so fort, hilft es ungemein. So grob um das Inhaltsbuch, wieso ich das Buch gekauft habe. Ich hatte damals so eine Phase, wo ich tatsächlich nicht wusste, was mache ich nicht. Und ich habe mal von einer guten Bekannten gehört, dass das Buch mir helfen würde. Aus diesem Grund habe ich das mal geholt. Anfangs dachte ich mir so, lalala, diese
diese, beispielsweise dieses Erfolgstagebuch wird jetzt auch nicht besonders viel bringen. Aber ich habe gedacht, okay, Mädel, no risk, no fun, du hast eh nichts zu verlieren. Also habe ich, das war, ja, das ist so ein Erfolgstagebuch, man schreibt sich irgendwie jeden Tag 5 positive Sachen oder man sagt sich jeden Tag auch teilweise die 5 positiven Sachen, für die man glücklich ist und dankbar ist. Und das kontinuierlich und dann sieht man tatsächlich auch einen Erfolg in der Hinsicht und von seinem Lebensstil her, wie eine Veränderung stattfindet. Ich denke tatsächlich, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte. Aber nichtsdestotrotz kann das jeder Mensch für sich selber auch so verinnerlichen tatsächlich, aber man muss ja dazu kommen und dafür deswegen also für Inspiration, wie man das besser machen kann, was man verwenden kann, um wie Leitgedanken zu haben oder sonst ähnliches, ist das Buch auf jeden Fall ideal. Also ich wiederhole nochmal, Dr. Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Der hat natürlich positive Programmierungen. Man muss dazu sagen, es gibt Menschen, die das so oder so sind. Die einen denken, dass sie so viel positive Programmierung ist auch, kann sich auch negativ auswirken. Und die anderen sagen, ja, nur positive Erfahrungen, da kommt man halt nicht weiter im Leben tatsächlich. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde, ein bisschen positive Erfahrung tut gut. Manche Sachen, Leitfaden, die er erwähnt hat, habe ich beispielsweise für mich nicht verinnerlicht. Aber beispielsweise dieses Erfolgsbuch habe ich für mich verinnerlicht. 5 Sachen, die man sagen muss, für die man dankbar ist, habe ich für mich verinnerlicht beispielsweise. Und diverse andere Sachen. Aber das beispielsweise ist halt wirklich eine Ansichtssache. Jeder kann das machen, wie er möchte. Das Buch kostet, ich hatte es für 9 Euro oder so mit Versand. Für 10 Euro oder so mit Versand hatte ich es damals gekauft. Also es ist auf jeden Fall nicht so teuer. Und es hilft auf jeden Fall für jeden, der halt wirklich ein bisschen sich auseinandersetzen möchte mit seinem Unterbewusstsein, mit sich selber, mit seinen Erfahrungswerten, mit einem Lebensweg, das vielleicht anders denken tatsächlich, ein anderes Denken für sich verinnerlichen möchte, ist das Buch natürlich passend. Ja, wir sind fertig. Wir sind durch und ich hoffe, ihr schaut euch das an, ihr kauft euch das Buch. Das ist auf jeden Fall ein super gutes Buch. Das kann man in jedem möglichen Laden, von Hupendubel bis Amazon, bis Bücher.de, bis was auch immer, Livido und so, alles mögliche Sachen kann man das besorgen und man kann dadurch dann für sich selber was Schönes machen. Das war's mit der Buchrunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Buch interessiert euch tatsächlich. Lasst Kommentare da bitte, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat. Sagt mir bitte Tipps, wenn ihr Empfehlungen habt oder sonst ähnliche darüber. Wenn ihr gerne ein neues Buch von mir haben wollt für eine bestimmte Kategorie, die ich nicht erwähnt habe oder sonst ähnliche, kann ich das jedes Mal erwähnen. Vielleicht kann ich es lesen und es reintun und irgendwann mal ziehe ich natürlich das Buch raus, weil ich sehe ja nie, was irgendwie da hinten ist und dann probiere ich das einfach mal rauszuziehen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht natürlich die diversen Programme, mir Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat, mich auf diese Portale zu verfolgen. Vergesst nicht natürlich die Videos, älteren Videos anzuschauen natürlich. Ich wachse und wachse und wachse tatsächlich durch euch. Vielen, vielen Dank dafür und vergesst nicht natürlich im Sinne, wenn ihr das mögt, was ihr seht, zu subscriben. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Schaltet nächste Woche wieder ein. Am Freitag geht's weiter und am Sonntag wird dann gebastelt. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ciao, eure Trudi. Was habe ich denn jetzt wieder? Vergeweigt. Ciao, ciao.